Ja, Sie können freiwilliges soziales Jahr geht zu Ende. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein solches Jahr zu absolvieren? Ich bin auf die Idee gekommen, da ich das Jahr mit der Schule fertig war und nach dem Abi noch nicht so recht wusste, was ich machen soll. Und dementsprechend habe ich gedacht, so ein freiwilliges soziales Jahr ist so ein Orientierungsjahr, kann man ganz gut nutzen. Und da ich das hier auch gerne Handball spiele, habe ich gedacht, wäre so ein freiwilliges soziales Jahr im Sport halt auch schon ganz angebracht. Ja, die ein oder was? Genau. Und einwerfen. Herr Rolf, heute geht es im Sport- und Bildungszentrum in Malente vor allen Dingen um die Freiwilligendienste, die ihre Arbeitsergebnisse aus einem Jahr vorstellen. Was ist Ihr Eindruck von dieser Veranstaltung? Ja, ich bin tatsächlich immer wieder sehr beeindruckt, jedes Jahr wieder, wie viele Arten von Ideen die jungen Menschen entwickeln im Freiwilligendienst für die Sportvereine. Sie probieren Sachen aus, sie stoßen Dinge an, sie nehmen auch einige Sachen wieder auf, die im Verein mal wieder liegen geblieben sind und erreichen es dadurch immer wieder die Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere im Sportverein, zu stärken. Und das ist eigentlich auch das Hauptanliegen, was wir mit den Freiwilligendiensten hier haben in Schleswig-Holstein. Frau Germann, Eutin 08 hat schon ganz oft junge Leute zu freiwilligen sozialen Jahren oder Bundesfreiwilligendiensten verholfen. Was ist der Vorteil für den Verein? Also im Vorteil sehe ich sehr, dass Sie uns da auch in Zeiten begleiten können, in Trainingszeiten, die ein normaler nicht ausüben kann. Das beinhaltet ab 14.30 Uhr Zeiten, auch vormittags in Kindergärten, in Schulen und das alles zu bewältigen. Gerrit, du bist auch auf der Zielgeraden bei deinem freiwilligen sozialen Jahr und hast dir ein ganz besonderes Projekt vorgenommen. Wie heißt das? Ich habe mir einen Spendenlauf als Projekt, als Ganzjahresprojekt vorgenommen. Der Spendenlauf läuft unter dem Motto Eutin 08 bewegt Eutin. Wir laufen für den guten Zweck. Ist das, was du in diesem Jahr erlebt hast oder ja noch erlebst, ist es das, was du erwartet hast oder sind manche Dinge auch ganz anders gekommen? Also es sind tatsächlich einige Dinge ein bisschen anders gekommen, aber ich habe mir schon meine Erwartungen erfüllt. Also gerade auch dadurch, dass ich viel mit Kindern zu tun habe, den Spaß mit den Kindern zu haben, das war schon so eine Sache, wo ich gedacht habe, ja, das ist auf jeden Fall, das könnte klappen und das ist halt auf jeden Fall so auch gelaufen. Im Gegensatz zu hier draußen ist auch bei den Freiwilligendiensten nicht immer alles nur eitel Sonnenschein. Ich habe gesehen, bei Ihnen gibt es Probleme und ich habe auch gesehen, dass es eine Petition gibt. Woran richtet sich diese, worum geht es bei dieser Petition? Naja, es geht darum, dass natürlich die Haushaltsmittel immer wieder unter Beschlag sind, auch gerade die Bundeshaushaltsmittel. Die Freiwilligendienste werden eben maßgeblich auch unterstützt durch den Bund und auch durch Maßnahmen, die dafür Sorge tragen, dass die Freiwilligendienste überhaupt existieren können. Und wenn dann daran genagt wird, dann ist es unser Ansinnen natürlich dafür zu sorgen, dass dieses Erfolgsmodell Freiwilligendienste sowohl für die Freiwilligen selber, für die Einsatzstellen, aber eben auch für unsere Gesellschaft erhalten bleiben und die Freiwilligen im Sport eben auch ihren Beitrag dazu leisten können. Es gab ja nicht nur für Sportvereine, für uns alle ja schwierige Zeiten, Corona-Zeiten. Ich denke, da haben die Dienstleistenden auch eine ganze Menge mithelfen können. Ja, das war für die auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wir hatten einen, der konnte wirklich nur von zu Hause aus das bewältigen, hat es auch ganz toll gemacht, hat online sehr viele Angebote dargestellt und das haben wir soweit überbrücken können. Und jetzt sind wir Gott sei Dank wieder in der normalen Zeit, sage ich mal. Was ist da an Vorbereitungen nötig? Welchen Aufwand muss man betreiben, um so eine große Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Ja, da muss man schon einiges an Vorarbeit leisten. Also ich glaube, ich habe mehrere Monate vorher angefangen zu planen. Ich habe Einladungen verschickt, ich habe erstmal die Trainer informiert. Dann habe ich die Eltern informiert, ohne die das ja auch nicht geht. Dann habe ich die Einladung in die Mannschaften gegeben. Und dann musste ich auch noch ich hatte auch noch Schnipsel unten dran gemacht, wo sie dann den Betrag eingeben konnten oder angeben konnten, ob sie nach Runden laufen oder per Festbetrag. Und das muss ich auch noch alles einsammeln. Also da hatte man schon eigentlich ordentlich Arbeit. Ich habe gesehen, zum Bundesfreiwilligendienst oder auch zum Freiwilligen sozialen Jahr gehören auch Seminare, die man besuchen muss. Was wird auf diesen Seminaren den jungen Menschen vermittelt?
Ja, wir haben hier heute schon einige Sachen auch gesehen. Also zum Beispiel eine ganz wichtige Sache ist der Kinderschutz, der hier vermittelt wird, der auch im Sport natürlich einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Es werden aber auch vermittelt, wie kann ich eben Gruppendynamik erreichen, wie kann ich Spiele mit den Kindern machen, wie kann ich sie anleiten, wie kann ich sie betreuen und natürlich auch, wie kann ich mich selber auch entwickeln, was kann ich also organisieren. Ich kann Turniere organisieren, ich kann Veranstaltungen für den Verein, Spielfeste, Faschingsfeste, was auch immer in den Vereinen stattfindet, Ferienfreizeiten. Und diese ganze Bandbreite im Sport wird natürlich durch die Freiwilligendienste mit unterstützt und Ideen dazu entwickeln die Freiwilligen. Das sind eben junge Leute, die haben frische Ideen und da sind wir natürlich ganz begeistert davon, dass diese Ideen dann auch einfließen in die Arbeit in den Sportverein. Genau. Und einwerfen, einwerfen. In welchen Sportarten bietet EUTI 08 das an, dass man freiwilliges Soziales Jahr oder BFD leisten kann? Also wir bieten im Fußball und im Handball hauptsächlich das an. Da gehen die auch rein, aber wir haben dann auch unser Projekt, was jetzt ganz neu ist, EUTI 08 bewegt Eutin. Und da gehen wir jetzt in die Kindergärten rein, weil wir einfach gemerkt haben, nach der Pandemie, die gehen nicht mehr so in die Vereine. Und wir gehen jetzt in den Kindergärten, um den schon bei den kleinsten Sportangebote ja, vorzustellen und zu machen. Wird es auch im kommenden Jahr Nachfolger für die aktuellen Dienstleistenden geben? Ja, wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Also bis jetzt hatten wir jedes Jahr Glück und wir haben auch für nächstes Jahr wieder zwei neue. Nach diesem freiwilligen sozialen Jahr bleibt da etwas übrig für den eigenen beruflichen Werdegang? Gibt es da einen Faktor, der dich bei der Berufswahl beeinflusst oder weißt du noch gar nicht so recht, was du tun willst? Also tatsächlich geht es erstmal in eine komplett andere Richtung. Ich mache eine Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement bei Chefs Colina in Kiel. Aber ich bin schon am Überlegen, ob ich das Trainersein sozusagen quasi noch irgendwie nebenbei versuche weiter mit einzubringen. Freiwilligendienst im Sport hört sich nach Bewegung an, ist ja aber gar nicht immer so, weil so wie du das erzählst, hat das ja ganz viel mit Schreibtisch zu tun. Tatsächlich nicht. Also wir sind eigentlich sehr viel praktisch unterwegs. Büroarbeit würde ich jetzt mal so 20% in der Woche schätzen. Der Rest sind wir selber in den Hallen. Manchmal können wir sogar mit den Kindern Sport machen. Das freut die Kinder dann besonders und tut uns auch mal ganz gut. Aber ja, wir sind viel in der Halle, viel auf dem Fußballplatz. Das ist eigentlich schon das Beste am FSJ. Es wird ja vielleicht, wahrscheinlich, eventuell einen Nachfolger, eine Nachfolgerin geben. Was würdest du demjenigen oder derjenigen mit auf den Weg geben wollen? Welchen Tipp? Also ich würde auf jeden Fall auf den Weg geben, dass die Seminare total cool sind und dass man das auf jeden Fall genießen sollte, gerade die großen Seminare, dass man möglichst viel Einblicke bekommen sollte und auch vieles mitnimmt. Gerade die Spiele, die kann man auf jeden Fall in den eigenen Einheiten total gut umsetzen. Genau. Das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, genießt die Zeit. Ist eine schöne Zeit. Genießt die Arbeit mit den Kindern. Das macht echt Spaß. Und trau dich auch mal einfach mitzumachen oder einfach mal mit den Kindern Sport zu machen. Das macht dann auch noch für dich selber und für die auch noch mal richtig viel Spaß. Also einfach drauf einlassen und dann hat man eine schöne Zeit mit den Kindern.